Hier unten. Hallo. Ja, hier. Ja, ich. Ja. Hi. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Furious Let's Play Limbo. Ja, wir spielen die zweite Episode meines Let's Plays. Wir spielen einen kleinen Jungen, der durch den Wald läuft und seine Schwester sucht. Und da helfen wir ihm ein bisschen dabei. Wir haben jetzt, glaube ich, jetzt erstmal so ein bisschen eine Tutorial-Ebene passiert, haben schon einen relativ schwierigen Gegner eigentlich gehabt, und zwar eine riesige Spinne, die uns aufgelauert hat und uns eingesponnen hat. Und naja, jetzt stehen wir hier und haben gerade gesehen, wie ein kleines Männchen, Frauchen, sich gerade selbst erhängt hat, indem wir auf den Boden gegangen sind, auf dem er gesessen hat, und dieser eingestürzt ist und er dann quasi. Naja. Wie gesagt, dieses Spiel empfehle ich jetzt seit. Naja, keine Ahnung, wann darf man sowas empfehlen? 14? Sicherheitshalber ab 16? Denn es scheint doch relativ brutal und gruselig zu sein. Bevor ihr schlecht träumt und euren Eltern sagt, der Armin, der spielt da so gruselige Spiele und da kriege ich dann voll Angst und so. Und die dann bei mir zu Hause anrufen und meine Frau sich wundert, warum fremde Frauen bei mir anrufen. Guckt nicht zu, wenn es euch zu viel wird. Ansonsten viel Spaß, und ich würde sagen, wir legen genau da los, wo wir letztes Mal aufgehört haben, und zwar unter dem Toten. So. Ja, genau, und los geht's. Boah, also, echt ohne Scheiß, den fällt. Seht ihr das? Aber wenn ich jetzt da hingehe, fällt das Ding auf mich runter. Ich probiere es mal, indem ich mich da hinschwinge. %? Wenn ich es nicht tue, komme ich nicht hoch. Was? Liegt hier irgendwas rum? Kann ich irgendwas nehmen? Okay, jetzt komme ich gerade an den Punkt, weil ich es nicht kapiere. Ich habe irgendwas übersehen, oder? Hätte der mit runterfallen sollen? Habe ich da irgendwas nicht richtig gemacht? Hallo? Hallo? Brauche ich den? Okay. Spring hin und spring sofort zurück. Haben wir gemacht. Schwingmeister, nicht wahr? Ja, erinnert euch. Da hoch. Das sieht immer so aus, als könnte man da hoch. Na ja. Jetzt wird es doch eigentlich relativ freundlich, oder? Die Welt mag uns wieder. So, jetzt. Ich würde jetzt eigentlich erwarten, dass der jetzt kippt. Aber den Sprung schaffe ich doch nie, oder? Den Sprung schaffe ich doch nicht. Okay, man schafft ihn. Aber man muss, glaube ich, sehr knapp losspringen. Was glaubt ihr? Drauf und wieder weg? Ne. Okay, doch. Okay, shit is getting serious. Ab jetzt heißt's aufpassen. Tada! Okay. Ja, seht ihr, genau das habe ich erwartet.
Und jetzt? Hallo? Ah! Wie viele Minuten haben wir schon? Hört ihr das? Die haben sie doch nicht alle, oder? Okay. Hey, wenn sich so anhört, ey. Okay. Das hab ich echt. Seht ihr? Ja, hau, steh auf, wieder, Alter! Ich hab's gerade richtig gemacht, oder? Ich hab's gerade richtig gemacht, oder? Also, ich wäre jetzt echt gerade aufgespießt worden, wenn ich mich jetzt nicht bewegt hätte. Guck mal, Moment. Ich kann das auch. Und stepp! Und stepp! Aber das habe ich mal weggeraufen, oder? Das können wir den mal hinterher. Wo bist du? Wo bist du? Ist das da hinten? Ein Wasserturm? Die sind noch alle. Okay, das geht nicht. Sagt meiner Frau und meinen Kindern, dass ich sie liebe. Was soll das? Okay, jetzt weiß ich es ja. Also komm, also jetzt ist es ja nicht mehr schwierig. So. Und dann zum Leer irgendwie. Ist das jetzt zum. Okay, ich bin jetzt gerade mal so instinktiv durch die Flammen gelaufen, aber ist das gesund? Ja, okay, es geht. Also, ernsthaft? Jungs, hört auf! Was ist mit denen? Was ist mit denen? Muss ich mich mit denen anfreunden? Wollen die irgendwie Glasperlen haben oder was ist mit denen? Sind das die verlorenen Jungs von Peter Pan? Ha! Wir haben einen Namen. Der Peter. Sollte man dem Ding einen Namen geben, dem kleinen Jungen? Ich trau mich gar nicht so vorgelaufen, weil. Ist das hier Boden? Ja. Was haltet ihr von Peter? Ich finde Timmy oder so, finde ich immer so ein bisschen einfallslos. Okay. Vielleicht ist das so ein bisschen so eine abartige Form von Peter Pan oder so. Guck ihn dir mal an, jetzt haut er ab. Aber er hat irgendeine Falle vorbereitet schon mal. Jetzt muss ich natürlich. Das sind jetzt zwei so Bärenfallen. Welche fällt zuerst? Weil daran werde ich es ausmachen müssen, dass ich ausweiche, aber keine Ahnung, wahrscheinlich zuerst die rechte. Gucken wir mal. Ja, der hat da noch eine hingestellt, okay. So, jetzt gucken wir mal. Ah. Ey, ab jetzt laufe ich überall rein, oder? Also jetzt, ab jetzt habe ich es definitiv irgendwie. Das war mein Kopf. Okay, nochmal. Warte. Langsam. Also jetzt mal im Ernst. Leute. Yay! Da freut er sich. Ja, super, und jetzt? Ah. Alles klar. Hip. Schwingen. So. Hallo? Hallo? Ich will doch nur reden.
Lasst uns doch reden. Wir können über alles reden. Vor allem geht mir meine Schwester wieder. Verdammte Axt. Ich suche wahrscheinlich Wendy. Wendy! Hey. Lauf. Los. Schiffchen. Hopp. Und vorwärts. Und oh. Nein, das wird jetzt zum Temple Run irgendwas. Los. Jetzt, da hoch. Geht nicht. Okay, warte mal. Spinne abwarten. Yay! Spinne ist mein Freund. Aber das hat nicht funktioniert. Nein. Boah, Alter. Ja, du darfst mich runterlassen. Okay, wir steigen wieder dort ein. Alles klar. Siehst du, das hast du jetzt davon. Okay, über den Ast kann ich drüber. Zack. Und zack. Schnell. Hopp. Okay, ich habe zwar Vorsprung, aber der nützt mir jetzt gleich nichts. So, dann gehe ich mal hier auf den Scheitelpunkt. Vielleicht hilft das ja schon. So, damit ich ein bisschen Schwung holen kann. Ja, sehr gut. So! Boah, das wird knapp. Oh. Okay. Mach, Alter. Mach nicht so einen Scheiß. Nein! Es tut mir leid. Hey. Keine Ahnung. Das ist alles so ein bisschen... Boah, wie langsam. Komm schon, Alter. Hopp. Okay, bis hierhin ist ja eigentlich wurscht, wie viel Vorsprung ich habe. Das ist auch fies, oder? Du hast ja eigentlich so richtig geil Vorsprung. Aber bringt ja nichts. Ja. Oh. Okay, weiter. Oh, komm, wie knapp ist das immer? Hopp. Ja, los. Noch mehr. Hopp. Okay, okay. Kriegen wir hin. Zack. Hüpf. Nochmal. Lauf. Und jetzt. Alter, auf! Was ist das? Ich lauf weiter. Stein. Super. Alter! Ich sag zu oft, Alter. Komme ich definitiv nicht drüber? Genau, nein. Keine Spinne mehr? Okay. Toll. Seht ihr den Staub? Die Pollen oder was es ist? Ah, schon geil. Ja, also, es ist unglaublich minimalistisch. Keine Details und... Oh, Mensch. Okay. Point of no return, alles klar. Unglaublich... was? Moment. Hallo? Könnte ich bitte? Könntet ihr bitte? Oh. Das tut mir jetzt aber ein bisschen leid. Freunde? Keine Freunde. Hallo? Freunde? Keine Freunde! Boah. Okay, und jetzt? Auf dich draufkratzen, oder was? Ah! Hallo? Was machst du jetzt? Okay. Nee, oder? Oh, nee. Jakoben. Nee, oh, komm, fass nicht an. Ein paar von euch haben vielleicht Kinder. Kennt ihr das?
wenn da was auf dem Boden liegt und euer Kind zielgerichtet drauf zusteuert und dann so die Hände danach ausstreckt. Guck mal hin. Haben will. Okay, komm. Oh Gott. Oh Gott. Es ist nur eine Spinne. Es ist nur eine Spinne. Es ist nur eine Spinne. Es ist keine Spinne. Das ist doch niemals nicht. Okay, ich brauche einen Explicit-Button. Oder ist das Explicit-Button, ne? Alter. Ich muss das trinken, Moment bitte. Oh Gott. Ein freundlicher Rabe. Nimmermehr. Nimmermehr. Machst du Scheiß? Okay, jetzt. Hallo, du da. Freunde? Freunde? Hübsche Perlen? Bunte Glas? Deko? Der Rabe ist ja auch lustig, ne? So von wegen. Ach, guck mal. Dickes Seil? Dünnes Seil. Weil der Rabe da schon so irgendwie hinpickt. Das hat noch. Ah, ja, okay, das können wir. Aber. Okay, ich komme nicht mehr hoch. Aber hier ist eine Leiter. Da hinten komme ich nicht hoch. Ah! Okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. So. Soll ich überspringen? Sorry, Junge. Geil mit den Federn. Sehr geil mit den Federn. So, kann ich den irgendwie. Sollte ich vielleicht mir nicht meinen eigenen Ast absägen gerade, aber. Na, probieren wir es mal so. Ah, der ist, glaube ich, eh schon kaputt. Ah, nein. Oh. Hoppala. Verzeihung. Yeah, guck mal. Wer hat Herr der Ringe gesehen? Däumchen hoch. Genau, alle, die Herr der Ringe gesehen haben, Daumen hoch. Erinnert ihr euch alle an den Elfen mit seinem Schild, Snowboard? Okay, es wird dunkel. Scheiß Szene, oder? Fällig daneben. Was macht hier das Geräusch? Was stimmt da? Kann ich da durch? Weg! Weg! Weg, weg! Ja. Okay. Toter Junge. Boah, und da unten ist noch so einer, der so die Hand nach oben reckt, oder? Ey, ihr wollt jetzt nicht, dass ich auf den. Ja, was sonst? Kann ich mit denen da irgendwas machen? Kann ich die nehmen? Nee. Aber die werden irgendwie. Sind das die Wellen, die ich da mache, oder werden die lebendig oder nicht? Was ist mit denen? Warum? Okay. Okay, sorry. Alter? Junge? Hey. Nicht kapiert. Und er hat auch so eine Spinnwebe wie ich vorher irgendwie. Was sind das, diese Würmer? Kennt ihr diesen Parasiten, der sich Schnecken sucht? Um die dann fernzusteuern und Vögel damit anzulocken? Damit die Schnecken dann oder die Raupen, was auch immer, dann von diesen Vögeln gefressen werden, die in den Verdauungstrakt der Vögel mitkommen, dann wieder irgendwo ausgeschissen werden, sich vermehren und dann das ganze Spiel von vorn losgeht. Das sind die. Nur ohne Vögel. Sondern mit kleinen Jungen. Okay, und jetzt? Hier rüber, oder? Hopp. Oida, das ist echt
Leichen. Das Spiel, also du spielst einen kleinen Jungen. Das Spiel spielt mit einem kleinen Jungen. Das ist kein Kinderspiel. Das hat nichts, das hat ja nichts auf irgendwie einem Kinder-iPhone zu tun oder so. Okay, das sieht aus wie. Was ist mit dir da drüben? Okay. Hier machen wir mal Schluss wieder. Wir machen beim nächsten Mal weiter in der dritten Episode. Und dann werden wir uns mit dem da drüben mal unterhalten. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, danke fürs Zugucken. Hat's gefallen? Däumchen hoch. Kommentare schreiben. Abonnieren. Ich sollte vielleicht das Auge nehmen, das zur Kamera hinzeigt. Das kann ich noch nicht so gut, muss ich so machen. Also, abonnieren. Bitte. Ja, ansonsten. Danke fürs Zugucken und wir sehen uns in Episode 3 von Furious Let's Plays mit Bess Limbo. Ciao.